Du möchtest endlos viele super virale LinkedIn-Posts veröffentlichen und das in kurzer Zeit. Du hast aber kein Redaktionsteam und du hast niemanden, der bei dir Content generieren kann. Wunderbar, dann bist du hier genau richtig. In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du mit ChatGPT super virale, attraktive LinkedIn-Posts generierst. Dafür nehme ich dich einmal direkt auf meinen Bildschirm mit. Wir sind jetzt hier in ChatGPT. Wenn du die Plus-Variante hast, würde ich dir empfehlen, natürlich hier auf ChatGPT 4.0 zu gehen, um noch besseren Content zu generieren. Für dieses Beispiel nehme ich allerdings einmal die 3,5er Version, denn so siehst du auch, was du mit der kostenfreien Version von ChatGPT jetzt schon machen kannst. Um herauszufinden, wie eigentlich ein perfekter LinkedIn-Post-Prompt aussieht, frage ich einfach ChatGPT. Ich fange jetzt mit folgendem Prompt an. Was zeichnet einen guten, viralen LinkedIn-Post aus? Wie lang sollte er sein? In welcher Tonalität sollte er geschrieben sein? Wie viele Hashtags sollte er erhalten? Was sollte beim Leser gefördert werden? Klammer auf, kontrovers, Diskussion, Lob etc. Und lassen wir von ChatGPT erklären, wie ein guter LinkedIn-Post geschrieben wird. Ich bekomme jetzt folgende Antwort. Erstens, Relevanz. Der Beitrag sollte natürlich relevant sein für eine Zielgruppe. Authentisch, kurz, prägnant. Er sollte visualisieren. Bilder benutzen, Infografiken, Einbinden von Hashtags. Sehe ich hier, 1 bis 3 relevante Hashtags pro Beitrag sind in der Regel ausreichend. Interaktionsreize, emotionale Reize, Aktualität. Jetzt frage ich ChatGPT weiterhin. Perfekt. Schreibe mir einen Prompt, mit dem du für mein Unternehmen einen perfekten LinkedIn-Post zu einem bestimmten Thema erstellen kannst. Jetzt lasse ich ChatGPT den ChatGPT-Prompt erstellen. So, jetzt siehst du hier Prompt für LinkedIn-Post. Thema Idee, kurze Beschreibung des Themas, Botschaft des Beitrags, Einbindung von Markenwert, gewünschtes Engagement, Hashtag, optionale Elemente. Das also ist die Anleitung, die ChatGPT mir gibt, um einen LinkedIn-Post zu generieren. Diese Anleitung verlinke ich dir einmal direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wollen wir natürlich schauen, funktioniert das denn eigentlich? Das heißt, ich erstelle jetzt mit genau dieser Vorlage einmal einen LinkedIn-Post. Wir werden ihn später auch live stellen, um auch zu schauen, hat es denn funktioniert? So, und jetzt bin ich hier und möchte einmal den LinkedIn-Post vorstellen. Ich habe diesen ganzen Prompt jetzt angepasst auf einen Post, den wir jetzt generieren. Prompt für LinkedIn-Post. Thema Idee des Beitrags. Schreibe darüber, dass ChatGPT mittlerweile viel genutzt wird, um LinkedIn-Beiträge zu erstellen. Schreibe kritisch, dass engagierte, talentierte Content-Creator so teilweise ihre Berechtigung verlieren könnten und auch Texter immer weniger Aufträge erhalten. Botschaft des Beitrags. Lade zu einer Diskussion ein. Die Frage, ist es gut, dass wir KI nutzen, um Content zu erzeugen oder nicht? Wie weit können Menschen es besser oder auch nicht? Einbindung von Markenwerten. Ich, René Chopp, bin Inhaber der Agentur Autima. Wir sind Experten für Marketing, Automatisierung und KI. Wir helfen Unternehmen in einer sich immer schneller drehenden Welt, das Tempo mitgehen zu können. Durch unsere Arbeit werden Unternehmen schneller, effizienter und erreichen bei gleichen Ressourcen bessere Unternehmensergebnisse. Gewünschtes Engagement. Ich will gerne eine maximal kontroverse Diskussion über das Thema KI und KI im Bereich Social Media führen. Hashtags habe ich jetzt hier geschrieben. Entscheide du selbst, welche Hashtags sich dafür eignen. Und genau so gebe ich das Ganze jetzt hier einmal ein. Bekomme folgenden Vorschlag. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Ära der Content-Erstellung, angeführt von künstlicher Intelligenz. Als Inhaber der Agentur Autima, einer Agentur, die sich mit Marketing, Automatisierung, KI verschrieben hat, erlebe ich täglich, was diese Technologien Unternehmen dabei helfen, schneller und effizienter zu werden. Doch während KI in Bereichen wie LinkedIn zur Norm wird, um Beiträge zu erstellen, stehe ich vor einer kritischen Frage. Verdrängen wir damit die wahren Künstler des Wortes, die engagierten, talentierten Content-Creator und Texter? Ich mache jetzt Folgendes. Erstelle mir passend zu diesem LinkedIn-Beitrag ein Bild. Ich stelle mir jetzt noch ein Bild dazu und werde sowohl das Bild als auch den LinkedIn-Post 1:1 so posten und werde die Ergebnisse mit in die Beschreibung packen. Lass dich überraschen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir gerne ein Gefällt mir hier und folge unserem Kanal, denn in unserem Kanal lernst du noch viel mehr über die Nutzung von Automatisierung und KI in deinem Unternehmen.